Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums. Ein Tag, auf den wir besonders stolz sind, denn wann hat man schon mal 5 Regisseure gleichzeitig da und noch dazu einen ganz wichtigen Schauspieler dieser Bewegung? Wir sind heute hier, um den German Mumblecore in irgendeiner Weise zu besprechen, zelebrieren, anzuschauen, zu diskutieren und ja, freuen uns sehr, dass das möglich ist in Kooperation mit dem Filmfestival aus Mainz, die auch gerade jetzt parallel stattfinden bis Sonntag, auch sehr zu empfehlen. Morgen geht es dann nämlich weiter mit dem Programm dieses Symposiums. Und das Ganze ist sogar eine internationale Kooperation mit der Schweiz, nämlich das Kino Xenix in Zürich hat sich unserem Bestreben, diese Mumblecore, German Mumblecore, wie man auch immer es vielleicht nennen wird, in Zukunft Bewegungen, haben die auch gezeigt und haben Diskussionen dazu gemacht, eine Masterclass letzte Woche und ja, wir haben mit denen kooperiert. Auch besonders interessant ist, dass hier im Haus die wichtigste deutsche Filmdatenbank, filmportal.de, vielleicht haben Sie davon schon gehört, dem German Mumblecore eine Themenwelt gewidmet hat. Ich empfehle Ihnen auch da mal einen Blick reinzuwerfen. Wir haben dort eine ausführliche Textsammlung, was es dazu schon gibt an Informationen und natürlich auch eine Filmliste, wo wir versucht haben, so mal zusammenzustellen, welche Filme dazugehören. Das ist natürlich eine Liste, die erweitert werden soll und muss und ja, wir freuen uns sehr, dass das so großen Anklang gefunden hat, dass auch einige Pressevertreter heute hier sind. Auch schön, dass Sie alle heute die Zeit gefunden haben. Zum Ablauf. Wir werden das Ganze zunächst einmal, da viele wahrscheinlich mit dem Begriff German Mumblecore nicht so viel anfangen können, zunächst einmal eine kleine Vorstellungsrunde machen von diesen Personen, die heute hier sind. Und das machen wir etwas ungewöhnlicher bzw. angemessener für ein Filmmuseum, denn wir werden jeweils 2 Filmausschnitte der Person zeigen, die diese Person jeweils hatte auswählen können. Maximal 2 Minuten war die Vorgabe und ja, das soll in irgendeiner Weise charakterisieren unter Umständen. Darüber werden wir gleich sprechen. Und wir machen das, um ja keine Befindlichkeiten zu treffen, in alphabetischer Reihenfolge. Und beginnen mit einer Person, die leider nicht heute hier sein kann. Hanna Dose kann leider wegen eines familiären Notfalls nicht hier sein. Es ist wirklich sehr, sehr schade. Und das ganze Podium wird sogar komplett ohne Dame passieren, weil Isabel Schuber heute auch noch absagen musste, weil sie ganz spontan einen Nachdreh reinbekommen hat. Und damit verdient sie nun mal ihr Geld. Und deswegen mussten wir da leider den Kürzeren ziehen. Aber sie lässt alle schön grüßen, ebenso wie Hanna Dose. Und wir haben auch von Hanna direkt eine Videobotschaft, aber zuerst gibt es die beiden Filmausschnitte aus Staub auf unseren Herzen. Der letzte Film mit Susanne Luthar. Ja, hallo, mein Name ist Hanna Dose. Ich bin die Regisseurin von Staub auf unseren Herzen, meinem ersten langen Spielfilm und Heinrich bringt die Kinder um 2:30, meinem letzten Kurzfilm. Ich kann leider jetzt beim Symposium German Mumblecore nicht dabei sein, weil wir in der Familie einen Notfall haben und ich jetzt hier in Berlin bleiben musste. Aber ich grüße meine Kollegen vor allen Dingen ganz, ganz herzlich und das liebe Publikum. Ich hätte total gerne mit euch jetzt den Austausch über das improvisierte Filmemachen gehabt. Ich hoffe, dass wir bald nochmal die Gelegenheit haben werden, weil mir diese Art des Filmemachens besonders am Herzen liegt. Und zwar glaube ich, dass ich durch die Improvisation eine besondere Freiheit habe und vor allen Dingen die Möglichkeit, dass meine Vision, die ich mir am Schreibtisch ausgedacht habe, durch die Darsteller noch viel, viel besser und vielschichtiger herübergebracht werden kann. Ich denke nämlich, dass es eine besondere Art des Filmemachens ist, wenn man sagt, okay, ich habe nicht die Kontrolle am Set, ich gebe ganz viel Vertrauen und auch Entscheidungsmöglichkeiten an die Darsteller ab. Und dann ist die Herausforderung, am Set zu entscheiden, ist das jetzt besser als das, was ich mir ausgedacht habe, was die mir anbieten, oder müssen wir das in dem Moment in eine andere Richtung bringen? Und das erfordert besonders viel Konzentration, Kreativität und Flexibilität am Set. Also anders, als man eigentlich denken würde, wenn man so Impro hört. Genau, und ich denke, dass diese Art des Filmemachens besonders auch ans echte Leben heranreicht, denn wenn die Darsteller nach Wegen suchen, bestimmte Themen und Konflikte, die ihre Figuren mitbringen, herüber zu transportieren, dann entstehen oft sehr vielschichtige Situationen, die nicht so 1:1 klar sind, also wo nicht immer alles so schwarz und weiß ist, sondern wo vieles eben
nicht so ausgesprochen ist. Und das liebe ich an der Art dieses Filmemachens, dass es diese Möglichkeiten bietet. Natürlich hat sie auch viele Herausforderungen, dass man manchmal einfach irgendein quatschiges Material ansammelt und dann im Schnitt entscheiden muss. Aber dazu dann mal mehr. Jetzt hoffe ich einfach, dass ihr ein ganz tolles Symposium habt. Zwei schöne Tage mit Film, mit tollen Gesprächen. Und jetzt kommen die Ausschnitte von Jakob Lass an die Reihe. Bis bald. Tschüss. Achso, ich muss doch auch nochmal. Also dann machen wir die Ausschnitte von Jakob Lass jetzt. Und wir beginnen mit Frontalwatte zunächst und danach noch einen aus Love Steaks. Viel Vergnügen dabei. Und dann kommt Jakob zu uns auf die Bühne. Ich weiß. Auch das ist Improvisation. Ja, bitte begrüßen Sie Jakob Lass hier vorne bei uns. Herzlich willkommen nochmal. Ja, das Ganze hier steht, diese erste Diskussion, unter dem Namen Improvisation als Stilmittel. Und ich möchte immer nur gerne eine kurze Frage zunächst stellen, damit wir diese Runde dann auch weitermachen können. Aber für mich wäre besonders interessant, ihr habt ja auch ein Manifest, FOGMA, entwickelt. Welchen Stellenwert hat Improvisation darin? Würde FOGMA, so wie es, wie ihr es aufgeschrieben habt, auch ohne Improvisation gehen? Ja. Also erstmal danke, dass ich hier sein darf und dass wir hier sind und sein dürfen. Aber ja, also ja und nein. Also ja, FOGMA wäre nie entstanden, ohne die Absicht, einen improvisierten Film zu drehen, glaube ich, weil wir da dran uns aufgehängt haben und gesagt haben, wie machen wir das konkret und was wollen wir uns dafür für einen Rahmen schaffen und was für Regeln nehmen wir uns, die uns darin unterstützen. Und gleichzeitig haben wir auch sehr früh gesagt, es macht eigentlich auch für jede Art von anderen Filmen irgendwie für uns Sinn, dass man sich da über diese Spielwiese unterhält. Und es ist nicht Pflicht, dass man improvisiert, aber für uns war es natürlich ganz klar eine der ersten Prämissen, dass es ein improvisierter Film sein wird. Also gerade nach Frontalwatte und mit der Erfahrung aus Frontalwatte, ganz klar. Ja, wir sind sehr gespannt auch, wer Love Steaks noch nicht gesehen hat. Morgen läuft er auch nochmal um 17 Uhr im Cinemayence in Mainz. Jetzt kannst du dich einfach nochmal Platz hier hinsetzen und ich sage direkt die nächsten Filme an, denn der nächste Regisseur heißt auch Lass. Allerdings kommt Tom nach Jakob im Alphabet, deswegen jetzt als nächstes die Ausschnitte aus Captain Oscar und Papa Gold. Ja, bitte begrüßen Sie Tom Lass hier vorne bei uns. Herzlich willkommen. Dein Mikrofon. Ja, wir haben dich jetzt ja schon ein paar Mal gesehen, vorhin auch in Stiller Frühling. Und eines deiner Markenzeichen ist ja, dass du sowohl Schauspieler bist als auch Regisseur. Und mich würde interessieren, ist Improvisation dann nicht eigentlich noch schwerer bzw. unmöglich, weil du als Regisseur ja ganz andere Sachen wissen musst, als du als Schauspieler unter Umständen wissen solltest? Ja, das kann gut sein. Aber ehrlich gesagt wüsste ich gar nicht so genau, wie die sich unterscheiden, diese Sachen, die man dann wissen muss. Also stimmt, dass ich mit der Schauspielerei angefangen habe und das jetzt auch noch mache, aber ich finde es eigentlich leichter, eine Szene zu inszenieren, wenn ich selber drin bin. Weil ich ja dann, ich bin ja dann irgendwie noch Teil der Szene und habe direkten Einfluss auf die Szene durch meine Handlungen und das Bild kannst du ja so nicht kontrollieren dann. Ja, aber dafür habe ich halt sehr, sehr gute Kameraleute und denen vertraue ich blind. Und selbst wenn ich kontrollieren könnte, es gibt ja keine Wiederholung, wo ich sagen könnte, hey, lass das nochmal irgendwie neu machen, weil es gibt nur diesen einen Moment. Super, ganz herzlichen Dank, das ist schon mal ein tolles Stichwort, auf das wir nachher natürlich zurückkommen werden. Nimm dann auch einfach direkt mal Platz und dann geht's weiter, Schlag auf Schlag. Und zwar Aaron Lehmann ist auch heute hier. Sein Film Kohlhaas oder die Verhältnismäßigkeit der Mittel wird heute Abend auch um 22.45 Uhr in voller Länge laufen. Aber wir sehen jetzt zunächst zwei ganz wunderbare Ausschnitte. Viel Vergnügen. Ja, begrüßen Sie Aaron Lehmann hier vorne bei uns. Schön, dass du da bist. Hallo Aaron.
Ja, du machst ja noch mal was ganz Besonderes zusätzlich. Also das aus dem ersten Ausschnitt, muss man dazu sagen, das machen wir hier gerade im Rahmen des Symposiums noch als Ergänzung. Denn Peter Trabner ist auch heute hier, den Sie als Workshop-Leiter da gerade gesehen haben und auch in vielen anderen Filmen, und gibt eben Schauspielern genau gerade diese Kurse. Und ganz ähnliche Übungen habe ich heute Morgen noch miterlebt. Ganz interessant. Das heißt, du baust wirklich original Improvisation und wie man es Laien beibringt in deinen Film ein. Also eine zusätzliche Meta. Ebene. Was bedeutet Improvisation im Film, wenn du das da so reinstellst? Was bedeutet das zusätzlich für dich? Ja, also für uns in diesem Fall war es ja eine größtmögliche, ging es darum, eine größtmögliche Authentizität für eine Art Making-of zu erzeugen, also einen Dokumentarfilm zu behaupten, der keiner ist. Und da geht es gar nicht darum, dass man nur, Improvisationsfilm heißt ja nicht nur, dass die Schauspieler improvisieren. Also mein Buch hatte zum Beispiel komplett ausgeschriebene Dialoge. Die Schauspieler waren zwar frei, sich dran zu halten oder nicht, aber es war ein komplett ausgeschriebenes Drehbuch. Und besonders reizvoll ist es auch, einen Kameramann und einen Tonmann davor zu stellen, wenn man diese dokumentarische Note haben will, dass man denen vorher nicht sagt, wo läuft welcher Schauspieler hin. Auch für diese Leute ist es, ich würde es improvisiertes Drehen nennen. Und das ist reizvoll, was da auch für eine Kraft und eine Authentizität entsteht, wenn der Kameramann die ganze Zeit gucken muss, wo passiert was. Und vor allen Dingen, wenn Laien dann noch dazukommen in diese Situation. Also dann vermischen sich diese beiden Welten sehr. Also super reizvoll. Also gerade mit Laien, glaube ich, macht es auch viel mehr Sinn, improvisiert zu arbeiten, weil häufig so ein klassisches Schauspielhandwerk nicht vorhanden ist. Und da kann man unglaublich schöne Sachen erreichen, finde ich. Ganz herzlichen Dank dafür. Dann nimm du auch Platz. Und wir machen direkt weiter, denn wir nähern uns jetzt so langsam dem Ende des Alphabets. Und als nächstes werden wir zwei Ausschnitte von Axel Ranisch hier sehen. Und es wird... Axel, hilf mir auf die Sprünge. Du hast... Welche Ausschnitte hast du jetzt genommen? Ach gut. Alles klar, schauen wir einfach mal rein und dann reden wir gleich drüber. Genau, Räuber und ich fühle mich Disco. Danke dir. Ja, einen herzlichen Applaus auch für Axel Ranisch. Willkommen hier bei uns. Stürmisch. Also der erste Ausschnitt, da war vom Zauberer die Rede. Der hat wiederum auch Peter Trabner gespielt, den Zauberer. Das ist in einem ganz wunderbaren Kostüm mit so einem Fuchspelz und so. Sieht fantastisch aus. Da sind wir auch direkt bei der Frage, wie wichtig ist Ensemble oder ein festes Ensemble eventuell für die Improvisation, gerade bei dir? Weil Peter Trabner und Heiko Pinkowski, wer es nicht erkannt hat, er ist beide Male diese Rolle, diese Figur. Wie wichtig ist das dir, dass du da mit denselben Leuten arbeitest? Das ist fast alles. Also das macht mir am allermeisten Spaß, wenn ich Geschichten und Figuren für Leute schreiben kann, die ich kenne. So, aber ich bin auch, das passt auch zu mir, ich bin so ein harmoniebedürftiger Mensch und ich brauche das irgendwie, dass es am Set schön ist und dass ich meine Filmfamilie habe und meine richtige Familie, und das überschneidet sich dann immer wahnsinnig oft. Der junge Mann in Räuber im ersten Ausschnitt ist auch mein Neffe, und das ist immer alles eins. Also ich mache meine Freunde mache ich zu meine Filmfreunde mache ich zu meiner Filmfamilie, und meine Familie, die baue ich in die Filme ein. Und insofern ist das alles. Also ich finde es, man macht immer wieder Neuentdeckungen und so weiter, überhaupt keine Frage. Und das ist toll, aber wenn man die Leute kennt... Ja, dicke Mädchen, können wir gleich auch noch deine Oma kennenlernen. Das, richtig, genau. Eine Frage trotzdem noch, weil Aaron gerade davon gesprochen hat, dass es besonders gut mit Laien zu improvisieren. Jetzt improvisierst du mit Kindern. Hier in diesen beiden Beispielen oder Jugendlichen. Ist das nochmal ein besonderer Aspekt? Kann man die vielleicht sogar besser anleiten in diesem Zusammenhang bei der Improvisation? Bei meinem Neffen Thaddäus war es überraschend. Ich hatte 2 Jahre vor dem Dreh von Räuber mit dem den Kurzfilm gedreht. Da ist der nur so hat er gesprudelt wie blöde. Wir haben einen er war fantastisch. Er hat einen jungen Regisseur gespielt und er hat alle an die Wand gespielt. Es war überhaupt kein, und jetzt dachte ich, das ist überhaupt, ich kann ihn einfach besetzen und es läuft von selbst. Und dann war der aber plötzlich 2 Jahre älter und irgendwie ist er in die Pubertät gekommen. Er war dann 12 und plötzlich war ihm alles peinlich. Und dann hat er überhaupt nicht mehr gesprudelt. Dann war der so eine Wand.
Ja, der war einfach so eine, so den angepissten Jungen, den hat er brillant gegeben. Ja, deswegen ist der so wahnsinnig authentisch in dem Film. Er ist einfach perfekt besetzt für den angepissten Jungen. Aber das hatte ich ursprünglich nicht gedacht, dass der den angepissten Jungen spielt. Aber für Peter und Heiko war es toll, weil die mussten nun die ganze Zeit mit dem spielen und die spielten gegen so eine Wand und wuchsen dadurch über sich hinaus. Das war dann doch irgendwie großartig. Super, da reden wir gleich weiter. Danke dir. Und wir machen weiter. Wir haben gerade eben schon einen Film von ihm gesehen. Stiller Frühling lief gerade. Wir werden jetzt noch Ausschnitte aus seinen beiden Langfilmen sehen, nämlich zunächst Sylvie und als nächstes Familienfieber, der noch gar nicht mal gestartet ist. Also eine exklusive Vorab-Preview dieses kurzen Clips. Ja, und dann geht's gleich weiter mit Nico Sommer. Viel Vergnügen. Ja, und begrüßen Sie Nico Sommer auch hier vorne bei uns. Nochmal herzlich willkommen. Hi nochmal. Ich möchte gerade gerne auch direkt bei dieser letzten Szene einhaken, denn ich weiß von dir, dass nicht jeder hat alles gewusst, wann was passiert zumindest. Genau, also ich hatte irgendwie Lust auf dieses Tableau an diesem Ort. Also das ist halt, ich verrate es einfach gar nicht, ich müsste den Film morgen angucken. Und wollte die Frauen gern außen hinsetzen und die Männer gern unten auf dem Boden. Und dann habe ich eben der Schauspielerin ganz rechts, Katrin Valigura, was gesagt, was sie sagen soll und allen anderen nichts. Und das war dann die Szene. Das war die Verabredung für das Team hinter der Kamera. Ich weiß nicht mehr, aber ich glaube, ich habe das tatsächlich nur Katrin gesagt und Peter habe ich auch irgendwas gesagt. Aber natürlich nicht das, was ich Katrin gesagt habe. Und dann haben wir gedreht. Und vor dieser Szene ist noch eine Minute Ruhe. Dann kommt die Szene noch ein bisschen besser, normalerweise. Und was ich spannend finde, du gibst da ja wahnsinnig viel aus der Hand. Kannst ja nichts lenken in dem Moment. Wenn da drei Leute, die können ja weiß Gott was machen. Die können ja aus dem Bild rennen, dann passt das alles gar nicht mehr mit diesem wunderschönen... Nee, das habe ich auch festgelegt, dass Die Frauen sollten sitzen bleiben. Die durften sich nicht von der Liege bewegen. Die Männer hatten komplette Freiheit. Vermutlich habe ich das dann auch dem Kameramann gesagt, dass das nicht passieren wird. Die Frauen, man merkt es auch, dass natürlich der Drang existiert, aber wenn man dann sozusagen Verbote oder Regeln schafft, also je nach Szene, gibt es ein gewisses Spannungsfeld und das muss man dann gucken, wo es hinführt, aber im schlimmsten Fall, ja mein Gott, hätten wir es nochmal gemacht. Ist so eine Szene wiederholbar? Weiß ich nicht, wir haben sie nur einmal gemacht. Ich finde, das merkt man auch an, der hat sehr viel Energie. Ja. Dann nimm doch einfach noch Platz und auch herzlichen Dank. Schön, dass du da bist und der Voll. Ja, gerne auch, wenn ein Applaus gewünscht ist, dann wollen wir ihn nicht unterbinden. Das sind die fünf, die heute bei uns sind, aber nichtsdestotrotz möchte ich ganz gerne noch die beiden Ausschnitte von Isabel Schuber anspielen, damit sie auch da wissen, was die gute Dame nämlich macht, nämlich Männer zeigen Filme und Frauen ihre Brüste, ist nochmal eine ganz andere Facette des improvisierten Filmes. Schauen Sie einfach mal rein. Bis gleich. Ja, ich finde, es ist ein Applaus in Abwesenheit wert. Und hiermit bitte ich die Runde einmal nach vorne aufs Podium, sowie mein Co-Moderator Bernd Züwitz, der Autor von Ansichtssache ist, zum aktuellen Film in Deutschland? Nee. Zum aktuellen deutschen Film. Ganz am Rand würde Bernd sich hinsetzen. Genau. Kannst du, wenn du eins weiter rutschen könntest? Achso, ihr nehmt uns in den... Genau, in die Zange. Du wartest auf mich, Urs. Ich erwarte auf dich eigentlich, aber... Naja, ich kann ja vielleicht noch ganz kurz was zu Isabels Film sagen. Ich finde das, weil sie hätte normalerweise natürlich jetzt die Möglichkeit gut nutzen können, dazu noch was zu erklären. Ich hätte vor allen Dingen auch gefragt, weil sie natürlich sehr, sehr stark dokumentarisch auch arbeitet, weil das natürlich auch noch, sie geht mitten in dieses Geschehen in Cannes rein und spielt dann, lässt die beiden dann das spielen, wie wenn diese Schauspielerin sie selber wäre, die mit ihrem Film da vor Ort ist. Und das ist natürlich nochmal eine zusätzliche Komponente des Improvisierens, dann da in so eine echte Welt reinzugehen und man fragt sich irgendwann, wer ist da eigentlich echt? Ist die Barbara Häbe diese Redakteurin, die ist tatsächlich Arte-Redakteurin? Also ist das jetzt gefaked oder ist das, was ist real, was ist eigentlich nicht real? Auch das kann eine Facette von Improvisation sein, aber Bernd. Und ich bin soweit, danke. Auch von meiner Seite herzlich willkommen, ich werde dann morgen den Samstag moderieren, also lade Sie auch ein, nach Mainz zu kommen, in die große Hauptstadt des Landes Rheinland-Pfalz und
Wie gesagt, wir teilen uns hier so ein bisschen die Moderation heute. Ich versuche mein Bestes, aber Urs ist da einfach viel besser und geübter. Und dir auf jeden Fall nochmal ganz großen Dank für die Organisation des Abends zusammen mit Sophie Hartleib hier vom Filmsfestival. Ich gebe zu, ich habe mich ein bisschen zurückgelehnt und euch machen lassen. Das habe ich gut getan. Gut, was mich mal einfach interessieren würde, wir haben ja jetzt viele Aspekte euch sozusagen abgefragt. Vielleicht jedem von euch, vielleicht könnt ihr in einem Satz oder mit einem Begriff einfach nochmal sagen, was ist Improvisation für euch? Wort für Wort. Was fällt euch da sofort, wenn ihr sowas hört, Improvisation? Was kommt euch da sofort in den Sinn? Wer mag zuerst? Wollen wir es Wort für Wort machen? Jeder kennt ihr das? Wort. Kennt ihr das? Jeder sagt ein Wort und macht einen Satz? Ein. Improvisation. Sehr originell. Ja, ich habe letztens jetzt hier die... Also ist. Das war großartig. Ausrufezeichen. Fragezeichen. So. Ich kann nicht dazu. Wir können das Podium beenden. Nein. Ja, vielen Dank. Ja. Genau, das war, das, ich würde sagen, dokumentarisch. Das ist doch mal ein sehr, sehr guter Einstieg. Grade, dokumentarisch. Weil du es gerade in den Raum wirfst, du hast in Kassel studiert Regie, eben nicht nur Spielfilm, sondern auch Dokumentarfilm. Wie geht das denn zusammen? Also du musst jetzt hier das Studium nicht erklären, aber das finde ich doch eine interessante Mischung. Man kann da auch gar nicht Regie studieren, weil da gibt es eigentlich nur 20 Leute und die studieren jahrgangsübergreifend Film und das sind 80% Regisseure und dann ist da ein Kameramann und ein Tonmann dabei und dann muss man irgendwie sich immer um den Tonmann kloppen. Aber ich habe halt da Dokumentarfilme gemacht und auch vor meinem Studium habe ich praktisch dokumentarisch gearbeitet und deshalb ist es für mich total cool, improvisierte Filme zu machen, weil da total viel von drin steckt, von dieser dokumentarischen Art und Weise. Also ich finde Material vor, es gibt bestimmte Doppelungen im Grunde genommen und ich muss auch das Material im Schnitt verdichten. Ich kann auch im Dokumentarfilm bestimmte Sachen steuern, aber ich will bestimmte Sachen nicht steuern, weil die dann nicht mehr authentisch sind. Oder ich muss bestimmte Dinge steuern, weil ich bin an dem Drehtag, kann ich nicht nach Rom oder whatever. Also es gibt sehr viele Doppelungen. Ja, dieses Steuern ist ja, glaube ich, auch was wir auch schon angesprochen haben jetzt in diesen Vorabfragen. Man kann ja irgendwann nicht mehr so wirklich eingreifen, dann passiert das da plötzlich. Lässt man das dann einfach mal laufen? Wann unterbricht man das? Oder sagt ihr, das machen wir alles hinterher und wir haben einfach 50 Stunden Material? No. Impulsspiel. Ich wollte dann vielleicht noch das Wort Improvisation aufgreifen, bevor wir es verlieren, weil ich mich letztens mit der Wortherkunft auseinandergesetzt habe. Wenn man das sozusagen in drei Teile zersetzt, ist ja also providere, also vorhersehen, lateinisch, und improvidere ist dann die Verneinung davon. Also man sagen, Improvisation behandelt das Unvorhergesehene. Oder das bedeutet, dass man etwas eben nicht vorhersehen kann. Und beim Nicht-Vorhersehen kommt natürlich dann auch die Kontrolle zum Tragen, weil man nicht weiß, was passiert. Wäre es ja ganz furchtbar, wenn man etwas ganz Bestimmtes will, aber man weiß nicht, was passiert. Deswegen geht es vielleicht ein bisschen Hand in Hand damit, dass man nicht immer etwas ganz Bestimmtes will, sondern dass man gerade eben eher offen ist. Und deswegen gibt es auch nicht immer oder nicht so oft einen Punkt, wo man jetzt in der Szene eingreifen muss, weil man sagt, das ist nicht das, was ich wollte, sondern es passiert etwas, was man nicht vorhergesehen hat. Und man nimmt es erstmal an. Trotzdem gibt es aber eben auch, glaube ich, Szenen, wo man ein bisschen genauer vorher sich vorgenommen hat, was passieren könnte. Und das ein Improfilm ist jetzt nicht immer einfach nur, ohne irgendwas zu wissen, ans Set zu stolpern, sondern sind mal eben sehr, sehr freie Szenen und manchmal eben Szenen, die doch ein bisschen mehr vorbereitet waren oder wo sogar wiederholt wird. Ja, ich würd fast sogar... Also ich würde zustimmend widersprechen wollen. Weil eben genau das Unvorhersehbare ja das ist, was man will. Also ich würde schon sagen, dass man hingeht und ganz klar was will. Und dass jeder
dass man immer, wenn man, dass jeder gute Regisseur, wollte ich jetzt sagen, aber dass man immer eigentlich Kontrolle aufgeben muss ab einem bestimmten Punkt. Also man kann nicht minutiös, dann sollte man auch gar keine Filme mehr mit Schauspielern machen, dann kann man Animationsfilme machen, aber wenn man die nicht selber machen will, muss man auch die Kontrolle aufgeben ab einem bestimmten Punkt. Weil man muss ja abgeben und Vertrauen haben. Aber ich glaube, aber Kontrolle halten heißt ja nicht, also es gibt ja ganz viele Leute, die kontrollieren unglaublich viel und wissen trotzdem nicht, was sie wollen. So, ne? Die Kontrolle halten, ich glaube, ich würde jetzt sogar mich so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich sage, wenn man genau weiß, was man will, dann muss man nicht so viel kontrollieren. Dann kann man es mehr gehen lassen, weil man es dann bewerten kann. Man kann sagen, ja, das ist großartig und bei dem Moment weiß ich, nee, das passt mir nicht, das möchte ich gerne noch anders probieren. Das möchte ich irgendwie noch anders einfangen. Also ich glaube, das ist das relativ, also ich glaube, dass der das ziemlich auf den Punkt trifft. Man hat so ein bisschen das Gefühl, man kriegt ganz viel angeboten als Regisseur. Das ist in diesem Fall dein Job bei den Momenten, wo du sagst, das ist mein Film, da machst du Patsch, 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 da haust du drauf und die brauchst du. Und also ich finde auch Improvisation, das klingt immer so, als könnte jeder von uns jetzt eine Kamera in die Hand nehmen und losziehen und dann stellen wir die wohin und dann passiert was. Und das ist halt so zu 100% nicht der Fall. Also ich weiß nicht, wie ihr dreht. aber den Kohlhaas, das war ein akribisches, auch visuelles Konzept. Und ich glaube, es hat auch in einem gewissen Sinne, würde ich sagen, es hat auch was mit einer Form von Schauspielführung zu tun. Und ganz viel, also ich glaube, das zentrale Wort ist einfach auch Vertrauen. So, wenn man da hinkommt, man hat diese Idee, man hat andere eine Idee eingeweiht. Also ich sag mal, in die Seele des Films, dann glaube ich, braucht man sich gar keine so eine Sorgen machen, was denn daraus später für eine Form entsteht. Wenn das so philosophisch klingt, könnt ihr mir folgen, so esoterisch, aber wirklich, also wenn ihr wisst, was ist das Herz eurer Geschichte, was ist das Herz der Figuren, braucht man keine Angst haben, braucht man keine Angst haben, da hinzugucken, was passiert, wenn man sich ordentlich vorbereitet hat. Also ich glaube, Improvisationsfilm ist einfach eine wahnsinnige Vorbereitung. Wie gesagt, also ich habe jetzt aber auch wirklich mit ausgearbeiteten Dialogen immer gearbeitet. Ich habe halt nur nie Cut gesagt. Also die Schauspieler wussten ja, dass sie sich frei bewegen dürfen. Für mich war wichtig, die wissen, wo geht die Szene los, wo endet die Szene. Also rein dramaturgisch, was brauche ich von der Szene, was ist die Funktion meiner Figur in der Szene. Und dann war es mir wurscht, was sie für Sätze sagen, solange das inhaltlich das trifft, was ich brauchte. Und wenn die Szene weiterging, dann habe ich sie laufen lassen. Also es gibt einen Take, das waren 2,5 Seiten ursprünglich im Drehbuch. Ach, ich glaube nicht mal. Das wurde ein 17-Minuten-Take. Der ist in einer annähernd 5-minütigen Sequenz später im Film gelandet. Und ich glaube einfach auch das, was Axel mit dieser Filmfamilie beschreibt, man muss Leute um sich scharen, die auf der gleichen Frequenz sind und denen man vertraut in der künstlerischen Vision. Ja, und dann kann da so viel nicht schief gehen beim Improvisationsfilm. Ja, Axel, du angesprochen oder so. Mir geht es. Ja. Siehst du das genauso? Was ist, wenn deine Figuren sozusagen mal nicht das machen, was du dir vorgestellt hast? Das ist nicht schlimm. Also wenn die Schauspieler richtig gut vorbereitet sind und ihre Figuren in- und auswendig kennen, dann wissen sie in der Regel sowieso besser, was für ihre Figur gut ist als ich. Also es ist ganz oft der Fall. Für mich liegt die Arbeit im Vorfeld ganz doll. Die Schauspieler müssen ihre Figuren in- und auswendig kennen, sie müssen alle möglichen Details über sich wissen und dann können sie sagen, was sie wollen und es ist richtig. Ich versuche immer für mich ist Improvisation das Mittel, um den Zauber des Momentes in der Kamera festzuhalten. Am schönsten ist immer, wenn etwas komplett neu entsteht, wenn etwas nicht abgesprochen war, sondern wenn es Dinge gibt, die aus dem Nichts heraus plötzlich passieren. Und das überträgt sich massiv in die Kamera auf die Zuschauer. Das kriegt man sofort mit. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied zu dem, wenn wir einen Fernsehfilm angucken und wir wissen, dass da Leute auf
in Lichtpositionen gestellt worden sind und im richtigen Moment an der richtigen Stelle ihren Text aufsagen. Das ist was ganz anderes. Und in dem Moment, wo etwas Neues vor der Kamera plötzlich entsteht, dann explodiert es. Es gibt so eine Energie. Und das ist das, was mir so gut gefällt. Ich habe an der Filmhochschule auch gelernt, wie man richtig Szenen macht, wie man so Drehbücher schreibt und Auflösungen macht und sowas. Und das Schauspiel in den Filmen, die ich auf diese Weise gedreht habe, hat mir nie so gut gefallen, wie in den Filmen, die ich gedreht habe, wenn die Schauspieler selber ihre Worte gefunden haben. Und aber wie wichtig ist die Kenntnis davon? Also ist es, würdet ihr sagen, das ist wichtig, dass man diese Grundausbildung in irgendeiner Weise hat, um dann Improvisation anders machen zu können? Also danach war es dann schön zu wissen, das ist so ein Rückschritt, den hat man jetzt auf eine bestimmte Art und Weise bewusst gemacht. Und das ist dann gut. Aber ich komme von der Medienpädagogik, so habe ich angefangen. Ich habe 2000 eine Ausbildung zum Medienpädagogen angefangen und habe dann mit Jugendlichen gearbeitet, mit der Filmkamera oder mit Behinderten oder mit Ärzten sogar. Das war ganz lustig, weil ich noch so klein war und die waren schon so alt und Professoren und Doktoren. Und dann hieß es, jetzt machst du einen Film mit so einem Rudel Ärzte. Und dann haben wir uns halt, das Prinzip war egal, ob das jetzt Behinderte Inhaftierte im Knast oder Ärzte waren. Das Prinzip war immer das gleiche, man hat eine Woche Zeit, man denkt, man trifft sich am Anfang der Woche, überlegt sich zu einem bestimmten Thema eine Geschichte, die wird dann umgesetzt in der Woche mit allen Laien, handelnden Figuren vor der Kamera und auch hinter der Kamera, dann wird der Film geschnitten und am Ende der Woche wird er präsentiert vor Publikum. Und so habe ich meine ersten Filme gedreht. Das war meine erste Filmschule und da ging es immer nur um Improvisation, weil wir natürlich nie die Zeit hatten, Dialoge zu schreiben oder irgend sowas. Und so habe ich dann, so habe ich meine ersten Filme gemacht. Daher kommt das bei mir. Und es hat mich dann aber begleitet durchs ganze Studium, dass ich immer wieder so gearbeitet habe, weil ich das Gefühl hatte, da komme ich an sowas Echtes ran. Da können wir plötzlich Situationen und Figuren kreieren, die mir von der Straße her bekannt vorkommen. Und das ist was, das löst dann so eine Wärme und Nähe aus, die will ich erzeugen. So. Ich würde gerne noch was zu diesem Gedanken sagen. Es ist schlimm für dich, wenn etwas dann nicht so aussieht, wie du es dir gedacht hast. Also ich glaube, diesen Zahn kann ich jedem ziehen. Also widerspricht mir, wenn ihr das anders seht. Das tut sowieso nie. Also nicht, wenn du ein Budget von 80 Millionen hast und irgendwie in Babelsberg-Studio 500 Drehtage hast. Ansonsten, ich habe gerade jetzt hier 2,5 Monate in Griechenland eine eher klassische, also einen Film im klassischen Sinn gedreht, so eine Kinokomödie. Du kriegst ein Drehbuch, liest es, ach toll, siehst du Griechenland, so kommst auf die Insel, sagt der Produzent, ist die einzige, die wir nehmen können. Okay, dachte ich, wow, ist ganz schön bergig hier, also ist jetzt nicht so mit weiten Ebenen, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann weißt du, du hast 32 Drehtage, ist jetzt für Fernsehen viel das, aber Kino ist echt wenig und wir viel durch die Gegend düsen müssen. Du, im Drehbuch steht so romantischer Strand, das glatte Meer, es spiegelt sich der Mond. Uns zogen Böen um die Ohren, die Hälfte sehen konnte ich nicht nehmen, weil das Kleid der Schauspieler in Heißluftballongröße aufging. Man macht nie was anderes in unserem Bereich als improvisieren. Auch nicht, wenn du im klassischen Sinne drehst. Das Charmante finde ich, was an dem Weg, warum wir jetzt hier sitzen und dass man sich hier eindeutig reduziert und dem, wo man wirklich aus dem Vollen schöpfen kann, nämlich dem Schauspiel, dass wir dem den Fokus verleihen. Und das ist, glaube ich, so das, was diese Art des Filmemachens auszeichnet. Was aber passiert? Improvisieren tut man immer und es sieht eh nie so aus, wie man es wollte. Also was passiert denn da mit dem Film? Also, weil Axel hat zwei Stichworte angesprochen, die mir auch sehr, sehr wichtig sind und sehr oft auffallen, dass die Filme so eine Energie ausstrahlen. Also es gibt immer irgendwie so eine Szene zumindest, die eint euch immer, weil da ist so eine Wucht und so eine Dynamik, dass das so richtig explosiv wirkt. Also das ist was, da prallen plötzlich so ganz verschiedene Facetten zusammen, die müssen raus, die haben sich so aufgestaut. Und das ist, glaube ich, was mit dem Improvisieren zusammenhängt. Oder wie seht ihr das? Also ich glaube,
Ihr unterbrecht mich, wenn ihr auch was sagen wollt. So, ich glaube, was einfach wahnsinnig hilft beim Schauspiel ist, wenn du einfach mal endlich die Chance hast, eine Szene komplett zu spielen und in eine Szene dich hineinzuspielen und dich hineinzufühlen. Und auch das habe ich jetzt, auch wenn es ein klassischer Film war, ich habe schon versucht, von dem, was ich an Erfahrungen gesammelt habe, wieder das reinzunehmen. Ich will nicht hier den Take nur die zwei Sätze sagen in dieser Kameraeinstellung, weil das ist einfach hölzern, das ist schwierig, bis da diese Szene mal einen Fluss hat, bis die eine Dynamik hat, einen Rhythmus und sich so anfühlt, wie sich das anfühlen soll. Dafür muss man einfach eine Szene einfach auch ganz spielen. Ich glaube, oder auch darüber hinaus, wie du gesagt hast. Oder darüber hinaus. Aber wir klemmen uns nicht an ein Drehbuch und wissen irgendwie, bei dem Satz hört die Szene auf, sondern wenn wir spüren, jetzt haben wir gerade irgendwie, jetzt passiert vor der Kamera etwas Unwahrscheinliches, es hat so eine Energie, dann lassen wir es laufen, gnadenlos. Und dann hast du plötzlich, dann merken die das ja auch. Also das ist ja, die Schauspieler, Die merken ja, geil, es geht weiter oder irgendwie unterbewusst, da passiert ja was zwischen Kamera und den Schauspielern und Regie und den Schauspielern, passiert ja was und dann nimmt es eine Fahrt auf, die kriegst du niemals, wenn du so nach Drehbuch arbeitest oder wenn du das starr einhältst. Also es gibt, man muss dann natürlich Abstriche machen, ne? Immer in Bild- und Tonqualität oder in Bababa, das kann halt sein, dass man dann Jumpcuts macht und so weiter, dann können uns Leute sagen, ja, ihr immer mit euren Jumpcuts, aber das ist, wenn wir dadurch die Szene gerettet kriegen und diese Energie auf euch übertragen können, dann lohnt sich jeder Jumpcut, dann können wir das als stilistisches Mittel sind die Not oder sind die bewusst? Beides. Ja, also ich würde sagen, die folgen dem Grundprinzip, dass man sagt, man stellt das Schauspiel vor die Technik. Und das ist im Gegenzug dazu, das ist eine Erfahrung, ich habe es oft andersrum gesehen, dass man sagt, man stellt die Technik vor Schauspiel. Und das finde ich, das ist total feige eigentlich. Ich glaube, das entspringt eigentlich einer Angst. Das entspringt der Angst, sich wirklich den Schauspielern zu stellen, sich wirklich seiner Geschichte zu stellen, wenn man sich auf so technische Details, weil die sind greifbarer, ne? Man kann sagen, das ist jetzt scharf, so, ne? Das ist jetzt gut beleuchtet, super kadriert. Aber sozusagen zu wissen, wann der Moment genau der richtige war, wo man jetzt genau gespürt hat, was da passiert, was in dieser Figur vor sich geht, das ist halt komplexer und da muss man genauer hingucken und braucht vielleicht auch mehr Mut, sich dem auszusetzen, solche Momente herzustellen und dann auch zu durchleben und durchleben zu lassen. Ich glaube, das zeichnet uns sowieso alle aus, dass wir unsere Schauspieler, also dass wir keine Angst vor ihnen haben und dass wir sie auch wahnsinnig lieben. Das ist nämlich bei, ich würde sagen, ganz vielen Regisseuren anders. Ja. Es gibt fast eine Kultur von Schauspielerverachtung irgendwie, wo man Schauspieler disrespektiert und denkt, das sind einfach, das sind einfach so aufgeblasene Affen, die sich irgendwie ins Rampenlicht irgendwie geschoben haben. Wo man jetzt nicht sagen muss, es gibt die nicht unter Schauspielern. Ne? Darum geht es ja gar nicht. Aber Schauspiel ist eine ernstzunehmende Kunst und ist das, warum es Spielfilme gibt, wofür es Spielfilme gibt einfach. Finde ich nach meiner Ansicht einfach. Sonst kann man auch Fotografiefilme machen oder Koenigskazi. Oder eben Animationsfilme drehen. Oder, so. Ja, das fand ich eben auch sehr gut, wie du das schon gesagt hast mit den Animationsfilmen vorher und eben auch Aaron, was du gesagt hast, eigentlich immer Improvisation stattfindet, außer es ist eben so etwas derartig minutiöses wie ein Animationsfilm, wo du die Zeit anhalten kannst. Du kannst dich ja jedem einzelnen Frame widmen. Solange du nicht irgendwie mit 3D-Effekten arbeitest, kannst du das bei unserer Arbeitsweise nicht machen, weil in dem Moment, wo die Kamera läuft, läuft die Zeit und du kannst nicht mitten in der Szene einfach sagen, jetzt frieren wir alle ein und ich denke mir einen Text aus, sondern du musst das sagen, was dir halt in den Kopf kommt. Und da, glaube ich, gibt es eben auch immer so eine seltsame Department-Trennung, wo die Leute irgendwie denken, ja, es gibt nur Autoren, es gibt nur Schauspieler, aber dass ein Schauspieler selber eben auch einfach sprechen kann, wie ein Mensch, das muss man sich erstmal bewusst werden und dass das dann oft gerade deswegen dann alle von dieser Authentizität reden, oh, das klingt so authentisch, naja, er hat es ja auch selber gesagt. Also, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und es gibt noch was ein bisschen Egoistisches. Ich glaube, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, dass wir am allermeisten Spaß am Drehen selber haben. Also Vorbereitung finde ich furchtbar, Nachbereitung auch. Also Schneiden ist toll, aber so alles andere, wenn es dann so kleinteilig wird oder mit Produzenten oder Finanziers sprechen, all dieser Scheiß, sich am Schreibtisch was ausdenken, das am meisten Spaß macht uns Drehen. So, wir könnten 365 Tage im Jahr, ziehen wir die Wochenenden ab, aber wir könnten einfach jeden Tag drehen. So, und
Und ganz viele Regisseure haben Angst vor Dreharbeiten. Weil wenn man nur alle 5 Jahre einen Film macht, dann wächst der Druck so unwahrscheinlich hoch. Und dann kostet so ein Film plötzlich irgendwie 2 Millionen Euro und die darf man ja dann auch nicht in den Sand setzen. Und dann haben die Leute Angst vor den Dreharbeiten. Und da ist es dann ganz wunderbar, wenn man das auch nicht hat. Also das ist auch schön. Schön ist, der Film entsteht ja auch tatsächlich beim Dreh. Also es ist ja ein Irrglaube zu glauben, dass der Film beim Schreiben schon entsteht. Das ist zwar in vielen Fällen ein wichtiger Schritt, aber man darf dabei nicht vergessen, wenn du allein an deinem Schreibtisch sitzt und eine Geschichte in deinem Kopf hast, im Kopf ist ja alles möglich, alles, was deine Fantasie zulässt. Und es kostet auch nicht unterschiedlich viel. Also ob ich jetzt irgendwie ja, Hund denke oder Delfin oder hier Peter Trabner oder 17 Hubschrauber in meinem Kopf, kostet das alles. Ich finde, das ist ein guter Vergleich. Im Kopf kostet alles das gleiche Geld, aber in der Umsetzung ist es überhaupt nicht. Sehr unterschiedlich. Und dann schreibst du es auf und die Buchstaben, da hast du, wie viel sind es? 26? Ich weiß nicht genau. Oder 27, kommt drauf an. Und die kosten ja auch alle gleich viel. Aber dann gehst du ans Set und merkst dann erstmal, hey, Peter Trabner ist, nee, der ist ziemlich schwierig. Aber, nein, aber, okay, nicht so schwierig wie 17 Hubschrauber, aber ich meine, gerade dieser Unterschied, der macht das halt dann auch aus. Und dann eben, ich nenne das Unterschied zwischen eben Fantasie und Realität. Im Kopf alles machen kannst, aber wenn du dir im Kopf schon so sicher bist und du verliebst dich auch in Ideen, wenn du lange schreibst, und das ist mein Problem für meinen dritten Film, dass ich leider schreiben musste, und jetzt habe ich dummerweise einige der Ideen auch ganz gern, und wenn ich jetzt dann aber ans Set komme und dann ist es nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, wird das dann eben nochmal dieser Spagat, diese Sache, die ich vorher nie machen musste, weil ich hatte nicht wirklich was geschrieben. Deswegen war alles, was auf mich zukam in der Realität, war willkommen, weil ich hatte noch nicht so was Festes, was es sein musste, und sich dann nochmal zu lösen von allem, was man sich vorgenommen hat, und einfach zu sagen, oh geil, was hier passiert, ist vielleicht einfach was anderes, aber was Besseres oder einfach das Richtige, sich dem nicht zu verwehren. Viele Regisseure sagen einfach, oh Gott, es regnet. Die Szene darf nicht so sein, oder ja, das fährt ein Zug durchs Bild. Und deswegen denken wir auch den ganzen Tag, also wenn es dann plötzlich regnet, wir sind dann sagen wir, oh geil, jetzt regnet es, jetzt denken wir uns die Szene gleich ganz schnell ganz anders um, so, und dann machen wir die Szene, super, wir drehen die Szene im Regen und wir kriegen den Regen geschenkt, und am Ende denken die Leute noch, oh Gott, was habt ihr ausgegeben, um den Regen zu kriegen, aber wir haben gar nichts ausgegeben, weil wir haben Beispiel, in dem Moment gedacht. So. Ja, und dann haben wir uns flexibel Beispiel, darauf eingestellt. Ja. Also der Stau bei Captain Oscar, wir standen einfach mittendrin im Stau, und mich haben Leute nach dem Film gefragt, wie habt ihr diesen Stau da hinbekommen? Ich so, ja, wir haben 100 Autos bestellt, wahnsinnig toll. Und natürlich war einfach Stau. Und also dass man etwas, was man ansonsten als Fehler oder Katastrophe werten würde und dann als Geschenk sieht, das bedeutet dann eben auch Improvisation nicht nur im Schauspiel oder in der Regie, sondern auch in der Logistik. Also Film, wo alles, ich muss noch eins noch sagen kurz, ja, warum das so viel spannend ist, weil bei den Filmen, wo man sich alles vorher schon ausgedacht hat, und es gibt die Drehbücher und die Dialoge und die Schauspieler haben das alles brav gelernt und wir haben ein Storyboard gemacht und der Kamera stellt die Kamera hin und fertig, da langweilt man sich auch wahnsinnig. Also man hat dann irgendwie, man sitzt dann da rum und weiß nicht, was man machen soll und so. Das ist mir auch schon passiert. Also da habe ich viel mehr Spaß an so Filmen, wo nicht alles klar ist. Ich wollte nur ganz kurz das Stichwort Fehler aufgreifen, weil ich glaube, das ist sozusagen diese Filmwirtschaft immanent, die Angst vor Fehlern, dass man einfach Angst hat, Fehler zu machen. Und ich würde behaupten, um überhaupt gute Filme machen zu können, muss man richtig schrottige Filme machen. Und um überhaupt irgendwas zu machen, also irgendwas zu machen, was einen Wert hat, muss man auch Fehler machen auf dem Weg. Und die sind total wichtig und die sollten eingeplant sein und nicht sozusagen, und man sollte sich eben nicht, also davon reden, regieren lassen, dass man versucht, die ganze Zeit nur jeden Fehler zu vermeiden. Das will doch keiner sehen. Man sagt, man geht ins Kino, weil, also bei dem Film haben sie echt alle Fehler vermieden. So, da schaue ich mir jetzt einmal an. So. Ja, ich glaube, ich würde es so nennen, damit etwas richtig geil werden kann, muss man einfach das Risiko eingehen, dass es auch richtig scheiße werden könnte. So. Und das, glaube ich, ist wichtig. Ich muss mich leider in diesem Fall so ganz klein wenig ausgrenzen. Ich hätte ja keine Lust, 365 Tage im Jahr zu drehen. Ich gehöre eher zu der leidenden Sorte Regisseur. Ich habe auch viel mehr ausgearbeitete Drehbücher. Und ja, ich verfluche schon Wettergötter, wenn die Sonne nicht scheint. An dem Tag, wo ich tatsächlich der Überzeugung bin, wir brauchen jetzt Sonne. Ich habe sogar in diesem Film, den ich in Griechenland gedreht habe, hatte ich einen Talisman dabei, den Toni, der hat sich auf den Berg gesetzt. Und wenn wir Wolken haben, habe ich den darauf geschickt und dann hat der uns wieder Sonne geholt. Und
Das hat erstaunlich. Aber merkst du selbst, ne? Im Moment bist du ja noch im Prozess des Films und kannst nicht kritisch darüber sprechen, weil solange man den macht, muss man ihn ja verteidigen. Aber eigentlich leidest du. Auch bei Kolas war es so, dass ich nicht so ein Yuppie-Duppi war. Also so, dafür war das ganze Konzept einfach viel zu schwierig aufgebaut. Es mussten einfach ein paar Sachen gelingen. Und ich glaube, es hat auch viel dieses Improvisation, auch im Sinne von Schauspielführung. Ich glaube, es hat einfach viel auch mit einer Art von Schauspielführung dazu. Ich glaube auch ganz, ganz stark an großartige Drehbücher. Die gibt es nur fast nirgends. Jeder setzt sich dahin und glaubt, er ist der neue Shakespeare. Und die Shakespeare sind halt. Ich weiß nicht, wo sie sind, aber auf jeden Fall. Aber zum Beispiel, das ist ja das Interessante bei den Amerikanern, was ich sehr schätze, dass die erstmal akzeptieren, okay, da gibt es große Literaten, Dramatiker und verfilmen ihre großen Stoffe. So, und naja, das sind halt große, große Schreiber. Ja, aber welche Schauspieler spielen dir das in 21 Tagen so genial, dass du es ihnen abnimmst? Da gebe ich dir total recht, das ist einfach unmöglich. Mir geht es ums Schauspiel. Ich liebe toll geschriebene Drehbücher. Das bestgeschriebenste Drehbuch, das kann man dann ja einfach drucken und verkaufen, sozusagen. wenn man das nicht nutzt als ein Mittel zum Zweck, als eine Sprungrampe für den Film, und dann muss es immer um den Film gehen, und ein Filmdreh sollte nicht sein, man folgt sozusagen, man verwirklicht Wort für Wort das Drehbuch, sondern man überprüft das Drehbuch, man guckt, worum geht's eigentlich, und man schaut, dass man daraus eine Kraft gewinnt, statt sich davon regieren zu lassen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Fehler, dass man eben sagt, okay, wir haben dieses Drehbuch, wir haben nur 21 Drehtage, wollen aber 30 Motive abfeiern, weil es hier so steht, und dann geht's eigentlich nur noch darum, wie man dieses unmögliche Ding irgendwie über die Bühne bringt, sodass dass alle einigermaßen glücklich sind. Aber da passiert kein kreativer Prozess mehr. Das wird dann, was anderes. Also ich gebe dir zu 100% recht. Also ich sehe das Drehbuch auch, sogar egal wie gut es ist, es bleibt eine Inspirationsvorlage. Ein Drehbuch wird nicht gedruckt und dann in den Buchladen gestellt und die Leute kaufen sich's und lesen es. Das wäre auch sicherlich kein Erfolg. Drehbücher sind nun mal technische, also ich glaube auch, es ist wichtig, das heißt Inspirationsgrundlage zu haben. Und ich glaube, warum wir hier sitzen, ist ja auch, und warum das überhaupt so entstanden ist, wie unsere Filme entstanden sind, ist ja auch so eine Unzufriedenheit, dass du Drehbücher eigentlich heute gar nicht mehr gerecht werden kannst in der Zeit, die dir gegeben wird. So, du drehst eigentlich irgendwann nur noch Einstellungen runter und hoffst, dass das Ding irgendwie am Ende, wenn du es zusammenschneidest, funktioniert oder nicht. Und der Prozess, den dieser Improvisationsfilm ermöglicht, ist, du siehst etwas entstehen und nicht, du siehst jeden Tag dabei zu, wie etwas reduziert wird. Nämlich deine Vision, die mal irgendwie 17 Hubschrauber waren und irgendwann ist es nur Peter Trapner, der sich im Kreis dreht. So, und das ist einfach, glaube ich, so der Grund, warum wir hier sitzen und warum wir diesen Weg gewählt haben. Ich möchte an dieser Stelle sagen, dass ich Peter Trapner wirklich zu jeder Zeit 17 Hubschraubern vorziehen werde. Immer. Also ich denke, wir alle. Also ich glaube, Peter hat ja schon bei uns allen gespielt. Ja. Aber noch nie einen Hubschrauber. 17 Peter Trapner. Aber Sie merken alle schon, die Leidenschaft ist da extrem vorhanden auf diesem Podium. Also wir müssen da eigentlich fast gar nichts sagen, aber wir wollen natürlich trotzdem. Aber ganz kurz, können wir das, Jakob, du hattest es letztens in Zürich auch schon angesprochen, das müssen wir ganz kurz sagen, das haben wir euch ja zu verdanken, dieser Titel German Mumblecore, ne? Also reden wir nächstes Mal. Reden wir später drüber. Aber ihr könnt, weil wir müssen es am Anfang machen, sonst habt ihr keine Zeit mehr, weil ihr könnt euch jetzt schon mal überlegen, ob es nicht einen besseren Titel gibt. Ja. Das wollte ich auch. So. Klau mir doch nicht meine Gags von meinem Vortrag. Ist es denn eigentlich hier mit Publikumsbeteiligung? Oder ist es? Genau, aber nachher werden wir darüber reden. Das ist um 20.30 Uhr. Aber jetzt sind wir gerade bei Improvisation als Stilmittel. Und uns geht es auch tatsächlich darum, da steckt ja noch mehr dahinter. Ihr habt jetzt viel auch über Schauspiel gesprochen. Ihr habt viel über eure Ideen und eben Drehbuch, nicht Drehbuch gesprochen. Der Kameramann wurde vorhin mal ganz kurz erwähnt. Ich habe ein Interview auch geführt mit drei eurer Kameramänner, unter anderem auch bei dir, Nico. Und die haben so eine kleine These aufgestellt, wo sie selber sich ein bisschen uneins waren, aber trotzdem, sie sind eine Art Protagonist dann plötzlich. Weil die Kamera spielt ja wirklich mit. Keiner weiß wirklich, was als nächstes passiert, aber wenn die Person, die irgendwas macht, nicht im Bild ist, dann hat die Pech gehabt. Also dann wird sie im Film so nicht auftauchen können.
Wie kann man da arbeiten? Ja, aber das ist da, also da kann man, haben A, die Schauspieler die Chance, sich ins Bild zu spielen, und B, hat der Kameramann die Chance, die Figur, die nicht drin ist, auch jederzeit wieder in den Fokus zu holen. Das ist, ich hab einmal selber Kamera gemacht in einem, es war so geil. Es ist dick bei dicke Mädchen. Ihr werdet sagen, der Film sieht scheiße aus, aber es war für mich war es so toll. Es war so gut, weil ich hatte wirklich, man hat mit der Kamera in der Hand so eine Macht. Also man hat, du hast die Macht, weil du mitspielst direkt in der Szene so, und du hast gesagt, du, ja klar, schneiden tun wir es alle, da haben wir auch sowieso Macht. Aber ich meine, die Szene zu beeinflussen, hast du Macht, weil du drin bist, aber wenn du die Kamera in der Hand hältst und du bist gleichzeitig Regisseur, dann kannst du Ballett tanzen, ja, das ist so. Und das jetzt den Kameraleuten beizubringen, ne, das ist das. Ich wollte ganz speziell auch noch auf Familienfieber eben eingehen, weil da vier Protagonisten zugleich da sind. Das ist nochmal was ganz anderes, weil meistens sind es uns eher zwei in den anderen Filmen, die ihr gemacht habt, wo die zumindest die Hauptprotagonisten sind. Aber hier ist es ja wirklich so, ja, wie hast du mit dem zusammengearbeitet? Was ist das für ein Teil des Konzeptes, diese Kamera in diesem improvisierten Film? Also bei dem Film habe ich bewusst entschieden, wir drehen nur mit einer Brennweite, damit wir nicht technische Umbauten zu viel haben, was im Übrigen auch Improvisationsfilme eint, glaube ich, dass wir nicht viel mehr Zeit des Tages warten, sondern wir drehen viel mehr die meiste Zeit oder arbeiten zumindest effektiv, anstatt nur zu warten. Und eine Brennweite heißt im Grunde genommen eine Optik, eine Festbrennweite. Und das hat den Vorteil, dass du nicht viel nachdenken musst, sondern wenn du weit weggehen willst, gehst du weit weg, und wenn du nah dran sein willst, gehst du näher ran. Das war eine Festlegung. Und die andere war, dass ich ganz bewusst gesagt habe, ich möchte wirklich versuchen, das ist halt das Thema Jump Cut. Ich habe für den Film entschieden, ich möchte keine Jump Cuts haben. Und ich möchte nicht, dass es so aussieht wie irgendwie fünfmal hinterhergelaufen, sondern ich wollte relativ konventionell gucken, klappt das irgendwie? Also kann man das so wiederholen, dass es dann doch so aussieht, als hätten wir in Anführungsstrichen normal gedreht, ohne das normal abwertend zu benutzen. Mhm. Weil ich mag auch klassische Spielfilme, die ein Drehbuch haben und die mir eine tolle Geschichte erzählen. Und genauso gut gibt es tolle Improfilme, die das auch toll machen. Also ich würde die gar nicht so gegeneinander stellen, weil beides hat was für und gegeneinander, und es bleibt am Ende immer noch Geschmackssache. Und was bedeuten dir die Jump Cuts, wenn du sagst, du willst darauf speziell verzichten in diesem Film? Ja, es ist halt, man nimmt sich halt was vor, um irgendwie mehr in Fluss zu kommen, mehr drehbuchartig mehr, zu arbeiten. Nee, mit Drehbuch hat es im Grunde gar nichts zu tun, aber mehr weniger technisch zu sein. Also normal im Sinne von, ich kann mich auf das konzentrieren, was da passiert. Und weil ein Jump Cut ist nicht immer ästhetisch angenehm für den Zuschauer. Es ist einfach so. Provoziert auch ein bisschen, ne? Also. Und trotzdem ist es manchmal, es gibt ja auch Jump Cuts, die ganz bewusst natürlich für die Geschichte eingesetzt werden können. Aber in der Regel ist es beim Improfilm meiner Meinung nach nicht der Fall. Es ist ganz selten, dass ein Jump Cut wirklich dann auch sagt, okay, pass auf hier, das ist der, um es sehr prägnant auf den Punkt zu bringen, innerhalb der Montage, dass sich jetzt da was verändert, innerhalb einer bestimmten Zeitspanne. Das finde ich aber gerade, also bei Toms Papa Gold ist mir das extrem aufgefallen, dass es unheimlich spannend, dass diese Jump Cuts wirklich nicht einfach technisch bedingt sind, sondern da passiert unheimlich viel in diesem Moment, in dem gesprungen wird. Und ich denke mir manchmal, so intensiv hätte man das gar nicht spielen können. Also das, was dann beim Zuschauer sozusagen passiert, es hat natürlich auch so eine gewisse Pointe. Das, denke ich, ist sehr, sehr wichtig, und ich glaube, Schnitt ist eine Sache, wollen wir vielleicht gleich dazu kommen, doch um mal kurz bei Kamera zu bleiben. Wie wichtig ist dann letztendlich dann tatsächlich der Kameramann beim Look? Weil wenn ich mir Papa Gold beispielsweise anschaue und danach Captain Oscar, hast du zwei verschiedene Kameramänner, zwei wirklich erstklassige Kameramänner. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, dass man da wirklich Profis hast. Du hast ja gesagt, blind vertraust du ihn, musst du ja auch. Wie wichtig sind die, um den Look und natürlich damit auch die Atmosphäre eines Films zu prägen? Oder hast du dir von vornherein gesagt, bei diesen beiden Filmen, da kommt so ein bisschen eine bisschen andere Stimmung rein, und hast dich sozusagen abgesprochen mit dem Kameramann? Oder wie viel quasi kann der Kameramann sich da selber einbringen? Ich würde sagen, der Kameramann spielt natürlich dafür eine unglaublich große Rolle. Trotzdem entsteht eben so ein Film aus all den Elementen, die da ein Teil davon sind.
Ich meine, gut, die Kamera selber, also die Technik, die man benutzt, hängt auch ein bisschen vom Budget ab. Und damals bei Papa Gold war das, ehrlich gesagt, was sehr Neues. Das war, wir haben den 2009 gedreht. Da gab es gerade nur wirklich die 5D und es gab davor keine dieser Kameras. Also vor der 5D haben die Leute noch mit Mini-DV gedreht oder so. Und das war wirklich da was Neues, dass man eine Kamera hat, die so lichtstark ist, die dabei auch so, so qualitative Bilder herstellt. Und die konnte damals nur noch im USA-Standard drehen mit 30 Frames. Und es war alles sehr kompliziert. Und dann beim zweiten Film haben wir einfach die gleiche Kamera genommen, einfach weil ich die schon kannte. Aber da gab es theoretisch schon andere. Der Kameramann hat für mich eigentlich, oder auch Frau, hat für mich eigentlich mehr eine dramaturgische Bedeutung als jetzt eine ästhetische, weil es jemand sein muss, der eben sehr, sehr genau auch zuhören kann und eine Entscheidung treffen kann. Der hat eine dramaturgische Verantwortung, indem er sagt, schwenke ich jetzt auf die Person, die spricht, oder schwenke ich auf die, die zuhört, oder entscheiden wir uns für eine Zweier, wo beide Personen zu sehen sind. Und dann letztendlich gibt es auch so viele Elemente, die auch noch eine Rolle spielen, wie einfach nur das Szenenbild, wo dann der Kameramann eigentlich nicht wirklich einen Einfluss darauf hat, sondern aber die sind ganz entscheidend für den Look. Und das würde ich sagen, war auch bei Captain Oscar sehr ausschlaggebend, dass wir einfach so Motive gesucht haben oder einfach an so Orten waren, wenn wir zu einer bestimmten Uhrzeit, also seltsamerweise waren immer die schönsten Szenen, auch dann, wenn gerade die Sonne unterging. Ich hatte das gar nicht so kontrolliert, aber der Film lebt einfach ganz oft auch einfach vom Licht. Das aber nicht gesetzt wird. Also das ist ja auch im Deutschen sagen wir Kameramann, aber im Englischen heißt es Director of Photography. Das sagt eigentlich, bringt es das auf den Punkt. Vor allen Dingen ist es auch Konkurrenz für dich dann? Na, Konkurrenz. Also wir sind ja in einem Boot. Also man segelt ja gemeinsam. Aber also das bringt es auf den Punkt. Und gerade, also wenn wir es ins Extreme führen, in den Dokumentarfilmen, wo, also wenn man eine bestimmte Philosophie von einem Dokumentarfilm hat, sagt man, da darf man nichts wiederholen. Und dann wird es umso wichtiger, das ist, glaube ich, die eine Grenze von der Bandbreite praktisch, dass dann der Dokumentarfilm, der Kameramann im Dokumentarfilm den einen Versuch im Grunde genommen hat, diesen einen Take. Wenn irgendwas passiert, kann er das einmal machen und dann war es das. Und im Improfilm, wenn man da auch praktisch nicht wiederholt, ist es genau das Gleiche. Es ist einmal lebt das Ganze und es muss harmonieren, es muss miteinander tanzen, es muss irgendwie, Energien müssen auch übertragen werden und im Idealfall spürt das wirklich auch der Kameramann. Und dann sind wir wirklich bei dem Thema, dass der eine Figur wird, nahezu. Ja, drei von euch haben ja auch in Babelsberg an der Filmuniversität studiert und das ist ja interessant, weil dort lehrt unter anderem auch Michael Hammond und das ist der Kameramann von Andreas Dresen. Und hat das auch einen Einfluss, dass da vielleicht eben auch eure Kameraleute so vorgeschult sind, vielleicht eben dokumentarisch improvisiert, wie auch immer? Das müssten jetzt die Kameraleute fragen, ja, das kann ich dir nicht sagen. Ich wollte es auch nochmal nur bestärken, was eben gesagt wurde, dass die Kamera eine ganz klar dramaturgische Position hat, eben, dass es darum geht, wie erzählt man und dass es da ganz viel darum geht, die Perspektive aufzugreifen, die Erzählperspektive entweder, also zu entscheiden, sind wir jetzt in der Perspektive eines der Protagonisten oder sind wir eher weiter draußen, erzählen wir sozusagen größer oder ganz nah dran bei der Erlebniswelt einer der Personen, die wir gerade sehen. Und ich glaube, dass da die Kamera als erstes Entscheidungen treffen kann. Und das ist auch, worüber ich jetzt mit Timon bei Love Stakes ganz viel geredet habe im Vorfeld und beim Dreh eben. Und das waren eigentlich die wichtigsten Entscheidungen, die wir immer vor den Takes getroffen haben. Sozusagen, wer ist jetzt gerade wichtig für uns und wessen Erleben wollen wir eigentlich mitgehen? Weil wir gesagt haben, wir wollen einen Film, der genau das macht, der sehr in die Erzählperspektive von seinen Figuren reingeht, von diesen beiden in dem Fall, und nicht von außen das betrachtet. Ich finde es so ärgerlich, dass das nicht immer so richtig gewürdigt wird, ja. Ich finde, unsere Kameraleute und eben auch Michael Hammond oder so, die sind viel intelligenter und machen eine viel tollere Arbeit, als wir, ich habe jetzt neulich gedreht, gibt diesen phänomenalen, genialen, großartigen Kameramann Benedikt Neuenfels, der in der ganzen Welt mit Preisen überschüttet wird. Ich stand mal vor der Kamera von Benedikt Neuenfels als Schauspieler und hatte keine Luft mehr zum Atmen, weil 99,95% der Aufmerksamkeit am gesamten Filmset auf die Kamera, auf die Bilder
gerichtet wird. Es ist nicht kompliziert. Also wenn du so viel Aufmerksamkeit kriegst für deinen Job, dann ist es auch nicht schwer, schöne Bilder zu machen. Ich ärgere mich. Michael Hammond kriegt nie Kamerapreise. Warum bestimmt eigentlich? Kriegen dann immer die Leute, die der Medikus drehen oder so. Unsere Kameraleute sind viel intelligenter. Ja, weil schöne Bilder halt einfach verwechselt. Also ich glaube, schöne Bilder sind ganz schnell zu entdecken und schnell als schön zu empfinden. Und dann kann man sagen, ah ja, der Film hatte schöne Bilder. Aber ich finde, wenn jemand aus einem Film rausgeht und sagt, oh, der hatte schöne Bilder, dann ist schon, dann ist schon irgendwas verloren gegangen einfach, weil dann ist das Medium verpasst eigentlich. Dann ich habe aber, weil es genauso ist, ich habe mit meinem Kameramann Dennis Pauls eine Verabredung jetzt, weil man frustriert die ja immer. Ich weiß, dass von Dresen und Hammond war das auch so. Dresen hat irgendwie mit zwei Kameraleuten gearbeitet und Hammond musste immer diese kleinen Schmuddelfilme drehen und der andere, Andreas Hofer heißt er, glaube ich, der durfte immer die großen Sachen drehen, die irgendwie so Sommer vorm Balkon. Und dann hat der Hammond einmal gesagt, ich will auch mal so einen großen Film drehen, so mit Hubschrauber und alles. Dann haben die Villenbrock gedreht, lief nicht gut. So. Aber ich habe mit meinem Kameramann habe ich eine Vereinbarung, dass wir teilen jetzt den Film immer in Arien und Rezitative auf. Und die Arien sind für ihn, das sind so Szenen, in denen nicht so viel passiert inhaltlich. Weißt du, wenn so einer da sitzt und traurig ist oder so. Das dürfen dann richtig schöne Bilder sein. Und dann gibt es Rezitative, da wird die Handlung vorangetrieben, da streiten sich die Leute und so, dann muss er sehen, dass er hinterherkommt. Also dann muss er mitspielen. So. Aber dadurch kriegt er, und die Filme sind in der Regel so 40% Arien und 60% Rezitative. Und dann kriegt man das gar nicht so richtig mit. Und plötzlich sieht der Film aus, als wäre er gar nicht improvisiert. Ich möchte gern eine Provokation aussprechen, die viele sagen, die eure Filme vielleicht nicht so gut finden. Die sagen, ihr macht Improvisation nur, weil ihr eigentlich kein Geld habt. Und ja, also es war zumindest, glaube ich, ich glaube, es war ein interessanter, also ich finde, also man darf nicht unterschätzen, was Mangel für einen Motor für die Kreativität ist. Das ist einfach Wahnsinn. So, ich muss platzen. Es ist so rum, nur weil wir uns entschieden haben, kein Geld zu brauchen, konnten wir überhaupt Improvisationsfilme machen in diesem System. Das ist doch der springende Punkt, es gibt gar keinen Platz dafür. Es gibt gar die Gremien sind nicht dafür gebaut. Die entscheiden ja auf Drehbuchgrundlage oder sie sind alle blind. Aber die können mir nicht erzählen, die sie auf Drehbuchgrundlage entscheiden. Das ist einfach gelogen, das wissen genau. Alle. Sie aber. Das wird nicht wahr. Ja. Das ist wirklich wahr. Da kann ich mich nur kaputt lagen. Ja, aber das ist die Behauptung. Man sagt, nee, wir brauchen ein Drehbuch, um das zu beurteilen. Das hat was mit Angst und Sicherheit zu genau, tun. Genau. Das ist eben dieser große Irrglaube. Ja, absolut, das ist ein Riesenirrglaube, dass man, wenn man denkt, man hätte hier 90 Seiten, da steht ganz viel, dass einem das Sicherheit gibt. Und letztendlich habe ich gemerkt, durch das Drehbuch haben, durch die Flexibilität, die dadurch entsteht, weil ich auf Dinge reagiere, kann, die einfach passieren, wenn ich nicht alles vorher festgenagelt habe, habe ich viel mehr Sicherheit, dass aus dem Budget, was ich habe, tatsächlich auch ein Film wird, weil ich flexibel bin. Aber das habe ich mehreren oder zumindest einem Redakteur ungefähr 17 Mal gesagt und am Ende habe ich einfach ein Drehbuch geschrieben, weil er wollte es nicht hören. Und ich brauche das Geld und mein Gott. Aber es stimmt ja nicht. Also ich meine, ich durfte ja schon zwei Filme drehen mit Geld. Also noch nicht mit 1,5 Millionen Euro, aber so immerhin so mit. Aber nach Dicke Mädchen. Nach Dicke Mädchen, ja, aber auch da haben wir improvisiert. Also es vielleicht lernen sie ja jetzt, weißt du? Ich meine, ihr werdet jetzt alle bald Millionen-Euro-Filme drehen für und weiter improvisieren. Weil die Leute, es geht ja nicht darum, dass wir kein Geld haben wollen. Oder dass wir davon nicht leben wollen. Also das ist ja Leute, ernsthaft. Man muss doch das Team bezahlen. Ja, wir müssen die Leute bezahlen. Wir können ein oder zwei Filme machen und die alle ausnutzen. Ja, das ist und uns selber. Aber das macht mindestens die Hälfte des Budgets aus, sind die Gagen. Wenn man ehrlich, das sind 80%. Oder, ja. Ich sage 600.000 Euro Budget, 400.000 und noch was geht für die Gagen drauf. Also und die Nebenkosten, also jetzt nicht für die Schauspielergagen. Ich meine, wenn man so einen Film dreht und dann macht man den 3 Monate, dann arbeiten, auch wenn wir mit einem ganz kleinen Team arbeiten, am Ende doch 30 Leute dran. Und die 30 Leute für die 3 Monate muss man bezahlen. Dann gibt es Nebenkosten und schwupps ist man bei 400.000 Euro. Ohne das halbe Tarifgage. Ja. Nein, wir brauchen einfach Geld, um leben zu können, um unsere Filme weitermachen zu können. Und dann so. Schön, dass die Diskussion... Nico will. Also zumindest gibt es offensichtlich einen Zusammenhang zwischen wenig Geld und Improvisation. Ich habe den doch gerade genannt. Wie soll man das denn gerade verwässern wieder? Ja, der Zusammenhang ist doch so rum. Schade, dass man auch so Tweets muss, dass ihr Improvisation.
Hätten wir gesagt, wir wollen improvisierte Filme machen und wollen aber Kohle dafür von Anfang an, dann hätte es das gar nicht gegeben. Also glaube ich einfach. Das ist ja ehrlich. Ja, das war ja Angst. Ich sage ja nichts anderes. Wir haben gesagt, ja, es gibt einen, der das machen kann, das ist der Dresen. Aber ansonsten, so. Ja, aber der muss ja auch dreimal betteln. Ja. Ist ja nicht so, dass dem das praktisch geschenkt wird. Der musste auch sich vorher Reputation erarbeiten und ich glaube, Nachtgestalten war auch kein Improfilm. Ja, aber ich glaube, es war nie leicht, und, aber gerade da ist der Punkt, weil wenn man noch viel weiter in der Filmgeschichte zurückgeht, weil wird ja auch manchmal sagen, wird manchmal gesagt, so, Improvisation ist sowas Neues irgendwie und das ist ja totaler Quatsch und ich meine, es ist auch absolut nicht, es ist auch nicht so alt wie Dresden, auch nicht so alt wie Cassavetes in den 70ern, sondern es ist so alt wie das Geschichtenerzählen selbst. Also man kann auch sagen, dass die ersten Filme bestimmt alle eigentlich Improfilme waren und irgendwann wurden dann auch Drehbücher geschrieben und das hat bestimmt auch damit zu tun, dass halt mehr und mehr Geld gebraucht wurde, dass das immer ein größerer logistischer Aufwand wurde. Man sagt, ja, wir müssen es doch planen, wir müssen noch Sicherheit haben. Aber wenn man noch vor überhaupt Film geht, also bevor es überhaupt Film gab, wenn du mal irgendwie Kinder fragst, wie erzählen die denn eine Geschichte, wie spielen die denn? Ja, die setzen sich hin und schreiben ein Drehbuch. Natürlich nicht, sondern die improvisieren einfach. Und wenn du mir denkst, ja, wie wurden denn die ersten Geschichten erzählt? Ich stelle mir das immer so am Lagerfeuer vor, oder wirklich so der Urmensch, der hat dann auch wahrscheinlich einfach, vielleicht wurden am Anfang erst Geschichten erzählt, die auch wirklich jemand widerfahren sind, dann wurden die irgendwie weitererzählt und irgendwann wusste vielleicht niemand mehr, ob das einen realen Ursprung hatte, was da gerade erzählt wird, aber die wurden eben am Lagerfeuer erzählt, weil man noch überhaupt nicht schreiben konnte. Insofern, wir machen überhaupt nichts Neues, es ist eigentlich was sehr Natürliches und das zu kontrollieren wollen mit einem Plan ist irgendwie auch ein natürlicher Reflex, aber er kann gut sein, aber er kann irgendwann auch ersticken und an dem Punkt sind wir vielleicht gerade. Also für mich sind ja Dialoge das Ärgerliche. Also der Dialoge, die geschrieben werden, seitdem es Filme gibt. Ich meine, guck dir Hitchcock an, ja? Es ist also, entschuldigt, aber schön ist es nicht. Die Geschichten sind toll, bestimmt das so. Das Filmmuseum. Also, an dieser Stelle gehe ich dazwischen und sage, wir haben hier vieles zu besprechen. Für Sie auch zur Information. Natürlich haben Sie auch Gelegenheit, Fragen zu stellen, allerdings erst in der nächsten Diskussion. Denn wir müssen hier... Wir müssen jetzt tatsächlich ein bisschen auf die Zeit gucken. Wir haben wahnsinnig viel erfahren schon und werden da auch gleich wieder ansetzen. Wir werden nur jetzt zwischenrein zum Vergnügen Dicke Mädchen uns anschauen von Axel. Genau, das geht jetzt gleich los. Und wir machen jetzt nochmal kurz Pause. Um 7 geht es dann weiter. Danach gibt es ein kurzes Publikumsgespräch nochmal mit Axel und Peter, falls er da ist. Und danach sehen wir uns um 20.30 Uhr wieder mit der Diskussion, was ist Mumblecore überhaupt? Und woher kommt ihr, wohin wollt ihr? Und denkt nach, ob es einen Titel gibt, ja? Ja. Genau, ganz herzlichen Dank schon mal für diese 5 hier vorne. Dankeschön.